Ja, hoffentlich auch heute wieder mehr zu Patrick Helmes und seinen Kölnern später in dieser Sendung. Jetzt erstmal eine satte Prise Abstiegskampf mit Koblenz gegen Essen. Und da wollen wir zunächst mal die TuS ein bisschen loben, denn sind wir ehrlich, viele Experten haben doch eigentlich vermutet, dass die Koblenzer zum jetzigen Saisonzeitpunkt ganz unten im Keller stecken würden. Dem ist aber nicht so. 32 Punkte haben sie schon auf ihrem Konto. Ein Sieg heute gegen RWE und die sind so gut wie gerettet. Richtig komfortable Situation, also ganz im Gegensatz zu den Gästen. Thomas Herrmann. Kann man wohl sagen. Koblenz-Trainer Žažić links bestimmt entspannter als Essens Köstner. Platz 16 für Rot-Weiß, aber nur einen Punkt hinter Platz 14. Riesige Unterstützung aus Essen. 4.500 sind gekommen. Deshalb wurde das Spiel eine Viertelstunde später angepfiffen. Der Zustrom war enorm. Das ist Karim Zaza, der marokkanische Torwart von Essen. Er stellt seine gelb-blaue Mauer. 7 Minuten gespielt, Freistoß 27 Meter. Emil Noll, der Abwehrspieler, ein scharfer Linksschütze. Und Torwart Zaza mit seiner Mauer gar nicht zufrieden. Emil Noll noch ohne Saisontor, aber die TuS Koblenz hat 68% aller Tore nach Standards erzielt. Die große Stärke von Trainer Schlitzohr Žažić. Nächste Standardsituation. Schukalo, Gläser raus und wieder Emil Noll. Das sind einstudierte Geschichten. 10.700 Zuschauer im Stadion Oberwert, fast die Hälfte aus Essen. Koblenz mit einem Wechsel zum Köln-Spiel. Rahn für den verletzten Nessos. Dann Schukalo saust nach dem Pass von Grenier nach 22 Minuten. Noch alles recht harmlos aus dem Spiel heraus. Essen stand tief und stabil bislang. Wenn sie wackelten, dann wenn es flugs über die Flügel ging, wie hier über Johannes Rahn. Aber alles nicht zwingend. Dann nach 24 Minuten mal Essen auf Offensivkurs. Barut. Okoronkwo, wieder Barut und dann Michael Lorenz, energischer als der Amerikaner Grenier. Das war mal was für die stark abstiegsgefährdeten Gelb-Blauen. Ein Kopfballtor hat Michael Lorenz schon gemacht in dieser Saison, eine Stärke des rechten Mittelfeldspielers. So allmählich wurden die Essener gefährlicher, schoben sich deutlich weiter nach vorne. Flanke Kiskanc und Boskovic, der Serbe, der hat noch kein Kopfballtor gemacht. Also hüben wie drüben die besten Szenen, nachdem der Ball zur Ruhe gekommen war. Torwart Eilhoff. Milan Žažić, einziger Aufsteiger, nie auf einem Abstiegsplatz. Einwurf Rahn. Meierhofer kommt hier an den Ball. Noll, Latte nach 34 Minuten und immer wieder dieser Abwehrspieler Emil Noll. Und wieder Ausgangspunkt, der ruhende Ball als Einwurf. Meierhofer 2,2 Meter lang, Emil Noll 1,94 Meter groß. Diese Zusammenarbeit bietet sich an. Wir bleiben dem ruhenden Ruhe. Und dann Xhaka vor Torwart Zaza nach 36 Minuten. In den letzten drei Spielen ergatterte die TuS Koblenz nur ein Pünktchen und schossen auch nur ein Tor. Also Nachholbedarf durchaus vorhanden hier. Dann das Foul von Okoronkwo an Schukalo und somit die nächste Standardsituation. Leichte Hoffnung auf Gefahr. Der Mann für solche Fälle kommt, der Bosnier Anel Xhaka. Žažić, fast 5 Jahre schon in Koblenz, listiger Mann. Dann der Freistoß von Xhaka. Und natürlich ist es Noll, der da ganz dicht dran war. Und Stefan Meierhofer, der Österreicher, trauert den Chancen hinterher, der lange Mann. Dann war Pause 0:0, Trainer Köstner wohl gar nicht so unzufrieden. Wer hier gewinnt, noch völlig offen. Sie haben die Chance auf 500 Euro. Wie heißt das Stadion von Hansa Rostock? A. Ostseestadion oder B. Nordseestadion? 01379 898, dreimal die 6. Ihre Hoffnung. Unsere? Tore in wenigen Sekunden. Dranbleiben. Nach nur einem Spot geht's weiter. Der erste Reifen auf dem Mond.
Der erste Reifen, der schneller als 1000 Kilometer pro Stunde lief. Und jetzt ein Reifen, den selbst eine Panne nicht aufhalten kann. Der neue Run-On Flat von Goodyear. Eine Innovation, die ihr Leben verändern kann. Goodyear. Koblenz in der Rückrunde zu Hause noch ungeschlagen. Der Aufsteiger erfreut seine Fans. Es läuft ganz rund. Abschlag von Sasa, Karim Sasa. Grenier, Fehler, Boskovic zwischen Tjeku und Evers und der Ball rüber über Torwart Eilhoff ins Netz. 53. Minute, das ist wirklich ein verrücktes Tor. Zum 1:0 für Essen, Eilhoff leicht fassungslos, das ist mehr als verständlich. Boskovic, der Serbe, nutzt alle Fehler wunderbar aus. Da segelt der Ball eine halbe Ewigkeit über den ganzen Platz. Grenier verschätzt sich, Tjeku und Evers sind sich völlig uneins. Nimm ihn du, ich habe ihn sicher. Und Boskovic als lachender Dritter locker über den vorne stehenden Eilhoff. Und draußen die 4500 aus Essen haben wohl alles richtig gemacht bei ihrer Reise nach Koblenz. 6 Tore hat Boskovic bislang gemacht in dieser Saison, aber keins mit dem Kopf. Das war die perfekte Einladung. 6 Tore von Boskovic in den letzten 7 Partien. Klasse. Und dass sich dann Dennis Eilhoff richtig aufregt, ist eine ganz natürliche Reaktion. So viele Böcke auf einmal. Schiri Wolfgang Walz ohne Probleme. Faire Partie bislang. Freistoß Emil Noll. Naja, leicht ausbaufähig jetzt die Standardsituationen. 65 Minuten jetzt vorbei, Koblenz mit mehr Spielanteilen, aber wahrlich nichts Berauschendes. Diakité eingewechselt für Langen, macht ihr gut und da kommt Rüdiger Ziel. Das wäre für Essen nach der Heimniederlage gegen 60 München ein richtiger Big Point. Da haben wir Hüsky und Torwart Eilhoff. Auswärts läuft es ja bei Rot-Weiß Essen. 2 der letzten 3 Spiele in der Fremde haben sie gewonnen. Lorenz Günther Köstner, ein Routinier im Abstiegskampf. Und natürlich Standardsituationen. Wir haben uns schon dran gewöhnt, so allmählich Freistoß für Koblenz. Da steht wieder Chaka. Gute Nummer, schöne Parade von Sasa. Das gucken wir uns nochmals an. 19 Tore von Koblenz nach dem ruhenden Ball, das ist kein Zufall. Essen lauerte nur noch auf schnelle Konterchancen, ansonsten standen sie tief hinten drin und schauten auf die Uhr. 75 Minuten rum, dann Baruth auf Boskovic und da kommt Torwart Eilhoff mit Köpfchen. Ja, ja, Abwehrarbeit macht er jetzt lieber selber nach der Pleite zum 0:1. 1000 kamen verspätet mit dem Zug an. Dann Freistoß vom Türken Kiskanç. Tjeku, W-Lage, eingewechselt für Baruth. Wieder Tjeku, sein Fehler und da ist dann wieder Kiskanç. Kein dickes Problem für Eilhoff nach jetzt schon 82 Minuten. Šašić leicht erstarrt, jetzt gerade nur noch 4 Punkte vor Essen, statt deren 10 wie geplant vor dieser Partie. Drüben dann Şahin eingewechselt, der Dribbler, Techniker. Meierhofer, Powerplay von Koblenz, dicke Chancen, aber noch Mangelware, jetzt schon 85 Minuten gespielt. Lorenz Günther Köstner aufgeregt vor dem Wechsel von Junga Muhani. Und jetzt läuft schon die Nachspielzeit. Essen nur noch im Strafraum und drumherum. Reicht das 1:0? Şahin. Dann Stefan Lorenz gegen Şahin. Ein Fall und kein Pfiff von Schiri Walz. Oh, oh, das war ein Fehler. Schauen wir uns nochmals an. Achtung.
Şahin und jetzt ganz klar das Foul von Lorenz im Strafraum. Die Linie gehört ja auch noch zum Strafraum. Also klarer Elfmeter für die TuS Koblenz. Glück für Essen. Hier. Ja, und dann war Schluss und ein völlig losgelöster Lorenz Günther Köstner, der Trainer, normal ein ruhiger Vertreter seiner Zunft, weiß natürlich, dass das hier mehr als 3 Punkte waren. Uwe Semrau zunächst mit dem Verlierer. Mir hat irgendwo die letzte Konsequenz gefehlt und deswegen ist eine Niederlage logische Konsequenz von der Handlungsweise, wie haben wir heute gehandelt. Šašić gratuliert dem Torschützen des Tages, Danko Boskovic. In so einem Spiel muss man vielleicht eine Aktion abwarten. Es war ein Kampfspiel und wir hatten vielleicht gerade das Glück, dass wir dann das Tor machen. Und so ist es halt im Abstiegskampf und so werden die letzten 6 Spiele auch sein. Das wussten wir. Erste Halbzeit, Sie hören es an meiner Stimme, habe ich noch nie so viel arbeiten müssen und nie so viel sprechen müssen und nie so viel schreien müssen. Müssen wir total schnell vergessen. Das einzige Positive war, ein bisschen in den Rückstand geraten. Zweite Halbzeit waren wir präsenter in den Zweikämpfen und haben dann auch das Tor gemacht. Rot-Weiß Essen unterstützt von 4.500 Fans raus aus den Abstiegsrängen. Nächstes Spiel, der Abstiegshit gegen Lorenz unter Haching. Ja, vor der Partie haben wir die Koblenzer gelobt. Das wollen wir jetzt natürlich auch mit den Essenern tun. Vielleicht erinnern Sie sich noch an diese unglaubliche Serie. 40 Auswärtsspiele hatten die nicht mehr gewonnen. Und jetzt aus den letzten 4 Auswärtspartien 3 Siege geholt. Also da kann man nun wirklich vom geplatzten Knoten sprechen. Zumal dann noch eine ganz positive Nachricht dazukommt. Denn für die nächsten 3 Nächte werden die Essener erstmals seit dem 10. Spieltag auf einem Nicht-Abstiegsplatz stehen. Also Glückwunsch und genießt das Osterfest. Und wir, liebe Zuschauer, wollen uns mit Hansa Rostock beschäftigen. Die haben nun mit dem Nichtabstieg gar nichts zu tun, sondern nur mit dem Aufstieg. Heute geht es gegen Paderborn. Die Frage ist, in welchem Stadion? Im Ostseestadion oder im Nordseestadion? Wenn Sie die richtige Antwort kennen und bis zu mir durchkommen, sind 500 Euro für Sie drin. Die Nummer ist 01 379 898 3 mal die 6. 01 379 898.